Hallo Leute, willkommen zurück zu Man of Medan zusammen mit der Tessa, ja? Hallo! So, wir hatten jetzt kleine Startschwierigkeiten, wieder mal. Ja, und ich hoffe, dass es jetzt... Es sollte jetzt funktionieren. Also bei mir lädt der Ladebalken mit kleinen Abständen relativ kontinuierlich. Okay, bei mir ist das schon zweimal durchgeladen. Ja, ich bin jetzt beim zweiten Mal und er ist gleich fertig. Super! Ah, das sieht auch gut. Es geht weiter. Nice, okay. Ich glaube, wir sind noch gemeinsam. Wir spielen zusammen, ja. Ja, sehr gut, okay. Oh nein, ja. Was hast du gemacht? Ich muss dich lauter machen. Doch. Okay. Fortsetzen. Weiter geht's. Ich hoffe, du bist jetzt angemessener von der Lautstärke her, aber ich glaube, das passt. Hoffe ich. Oder ich höre es wieder falsch. Wollt ihr nicht die Tür zumachen oder so? Ja, sicher. Nö. Ich glaube. Ja, ich glaube, wir sind hier sicher. So nicht. Mach die Tür zu! Tür richtig zu! Warum glauben Sie, dass Sie da sicher sind? Seid ihr doof? Ja, wieder. Oh, hallo. Aber wenn wir 5 Minuten weitergespielt hätten, letztes Mal. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur. Nicht? Boah, grinst mich nicht so an. Jetzt weiß genau, dass er mich tot. Ansieht. Dabei lief es so. Nee, der guckt mich an. Ja, aber ich hab sie umgebracht. Ach. Und hat jemand Fliss gesehen? Ja, du. Und was ist mit Conrad? Oder er, sie wären besser weniger sorglos. Herausgefunden, was los ist. Wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rette? Nein, ich war damit beschäftigt, wegzurennen. Hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. So einträchtig. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund. Nicht übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Hä? Nee. Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Warte. Ich hoffe, das hilft. Oh, das war ein krasser Trick. Und wollen Sie nicht gerne herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Ich will nicht weitermachen. Tschüssikowski! Das ist voll fies. Da waren eine 3, eine 2 und eine 5 mit auf der Hand und als er die geworfen hat, waren es nur kurz, noch... Ganz kurz, ich muss kurz pausieren. Ich habe eine Idee. Okay, und? Weil er gemeint hat, ja, wissenschaftliche Hintergründe. Und politische. Du hast ja immer mal wieder die komische Gas am Boden gehabt. Genau, oder? Ja. Was ist, wenn es irgendwie irgendwas mit dem zu tun hat? Weil Ach so. Eigentlich haben wir diese Einbildungen erst, seit wir auf dem Boot sind. Auf unserer kleinen Yacht war ja nichts. Da haben wir nur die Dinge gesehen, die wirklich da waren. Ja, das stimmt. Seit wir auf dem Boot sind, habe ich zumindest den Horrortrip meines Lebens. Aber ich hatte auch auf der Yacht schon eine Ahnung an so einem Bild gesehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht vom Spiel einfach eine Mechanik ist, die dir helfen soll. Also meine Vermutung ist einfach, dass da vielleicht irgendein besonderes Nervengas ausgeströmt wird, was dich halt zur Halluzination zwingt. Also, die hast du ja nicht bewusst, aber wo du halt Halluzinationen von bekommst. Ja. Aber irgendwas Politisches ist ja auch noch richtig. Aber warum ist das auf so einem alten Schlachtschiff? Naja, das Ding ist, wir haben ja am Anfang gesehen, dass da vielleicht doch irgendwie Gefallene aus irgendeinem Krieg drin sind.
Also, du hattest ja die Särge und ich glaube nicht, dass die Särge nur dieses, wenn es wirklich das Gas ist, dieses Gas enthalten. Glaube ich kaum. Also, ich glaube vielleicht schon, dass du da vielleicht die Toten aus irgendeinem Krieg heimtransportieren wolltest und dass da irgendjemand vielleicht überhaupt nicht d'accord damit war und vielleicht deshalb irgendwie dieses Gas damit reingeschmuggelt hat. Ja, es kann gut sein. Also die Särge stehen ja auch noch hier drauf und Ja, das eben, die sind vielleicht sind. irgendwelche besonderen Toten, vielleicht irgendwie, keine Ja, vor allem, Ahnung. du würdest nicht einfach so Särge zum Beispiel mit der Flagge abdecken. Das machst du ja normalerweise nicht. Außer Ja. es ist irgendein höheres Tier oder eben Soldaten oder sowas. Wobei ich nicht mal weiß, ob du es bei normalen Fußsoldaten machen würdest. Ja, pass auf, am Ende ist es einfach so, das waren, glaube ich, drei Särge, ne? Hitler, Elvis Presley und noch irgendjemand, die leben noch. Nee, das sind die Särge von denen und so rum. Keine Ahnung. Ja, wir werden es irgendwie doch erfahren, hoffe ich. Ja, aber ich glaube, es hat irgendwas mit dem Gas zu tun, weil das ist. Das kann die Halluzination schon Ja. hervorbringen, klar. Das, ja. Aber dann frage ich, okay, egal, wurscht, weiter. Wir finden Nur es raus. ich musste das kurz rauslassen. Ja, das war es auch okay. Das durften wir jetzt auch gerade in dem Moment, weil wir ja zu zweit sind. Eigentlich, wenn wir jetzt jeder für sich spielt, dann sind die Vermutungen natürlich für den anderen nicht hörbar, ne? Nee, vor allem, er hat ja jetzt selber auch gesagt, ja, zwei sind tot. Spätestens jetzt weiß ich's. Genau, jetzt wüsste ich es auch im Prinzip. Gut, fortsetzen, ne? Ja. Ja. Du Okay. hattest ja schon gedrückt, sehe ich. Niemand mehr sterben. Du bist Julia. Etwas auf dem Schiff. Ich spüre es. Wie eine Art Kraft. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Halt, wo ist Conrad? Habt ihr ihn gesehen? Wir wurden getrennt. Ja, ich sah ihn weglaufen und dann sah es so aus, als wäre er gestürzt. Gestürzt. Als wäre er gestürzt, wie meinst du das? Hey, Conrad ist clever, er ist bestimmt okay. Also, wir bleiben zusammen und suchen jetzt als Gruppe nach ihm, ja? Ja? Absolut, Julia, aber lass uns nichts überstürzen. Wo ist Flint? Hat sie jemand gesehen? Schon was her. Hoffentlich geht's ihr gut. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich habe echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ist mit ihm? Alex war nicht der Einzige, Alex. Hä? Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht, mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie. Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber. Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hä? Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Sagt er immer Was das wissen wir Gleiche denn jetzt fast? sicher? Was ist real? Ja, okay, ich Habt ihr nehme jetzt Gold das. gesehen irgendwo? Es ist Zeit einzusehen, dass hier kein Gold ist. Das ist ja Wir voll hätten doof schon gerade. gesehen. Das ist so doof gerade. Weiß jemand, was mit der Besatzung ist? Sind die mit einem Rettungsboot abgehauen? Mein Gott, dieses ganze Schiff wirkt wie ein Grab. Woher stammen die ganzen Leichen? Es sieht so aus, als könnte man echt vor Angst sterben. Denn ich glaube, genau das ist den Männern hier passiert. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Das ist jetzt eine total verrückte Frage, aber ist das ein Geisterschiff? So kann man es wohl betrachten. In diesem Brief, den ich gefunden habe, stand, dass die Wachen vor irgendwas auf dem Schiff panische Angst hatten. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Es wird echt Zeit für einen Plan, Leute. Einen guten Plan. Die Duke of Milan. Das ist im Moment wohl unser einziger Ausweg. Fliss sagte, wir brauchen die Verteilerkappe. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Ja, guck mal, es leuchtet doch noch.
Bin ich die Einzige, die den Dialog gerade sehr seltsam gefunden hat? Nee, ich hab auch... Das war gerade richtig komisch. Vor allem, wie er einfach so 20 Mal sagt, lass uns das ruhig angehen. Ja, ja. Rudi. Und ich hatte auch zweimal dieselben Entscheidungen, ne? Und da habe ich halt das beim zweiten Mal die andere genommen. Ja, das Ding ist, ich hatte auch das mit Geisterschiff, aber ich wollte nicht Geisterschiff nehmen, weil... Ich hatte das auch, das mussten wir aber. Er hatte ja gerade gesagt, dass es nichts Übernatürliches ist. Und deshalb wollte ich Geisterschiff nicht nehmen. Als ob hier nichts drin ist. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Ja. Komplett im Arsch. Aber sowas von. Erleuchtet was. Vor allem, wenn man mich noch weiter Entscheidungen treffen lässt. Was hast du da? Oh. Sind das... Ist verrückt, aber vielleicht ist dies das Schiff, das Flugzeug da unten abgeschossen hat. Ja, Patronenhülsen. Aber das ist doch sau weit weg. Oder? Ihr gönnt dir. Ist das Schiff nicht extrem weit weg von dort, wo wir tauchen waren? Ja, klar, wir sind ja die ganze Nacht noch durchgefahren dann, ne? Ja, eben. Also dann wäre ich mir nicht so sicher, ob das genau das Schiff ist. Das glaube ich kaum. Bisschen weit hergeholt, behaupte ich mal. Die haben sich ja noch Gruselgeschichten erzählt. Ja. Jetzt haben sie eine echte zum Erzählen. Ja. Highlight auf jeder Party. Noch was. Da blinkt was. Ich komme nicht hin. Da. Nein. Komm da auch nicht dran. Geh mal weg da. Ey. Ah, jetzt habe ich's. Ja? Was ist denn das? Das sind Rettungsboote mit Lex. Achso, mehr sagt er nicht dazu. Ja. Oh, also. Okay, aber warte mal. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Funkgerät noch funktioniert. Guck mal, was seltsam ist, dass hier die Lampen auch leuchten. Die Lichter gehen komischerweise. Und die Rettungsboote mit Lex, das bedeutet, die Crew kann ja nicht abgehauen sein. Nein, die Crew, ich bin mir ziemlich sicher, die Crew liegt hier tot, weil wir haben ja einige Tote, also ich habe einige Tote schon gesehen. Ich finde es nur gerade sehr seltsam, dass der Strom noch geht. Ja, und auch bei dem Funkmasten war ja dieses rote Licht, ne? Das hat ja auch geblinkt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch funktioniert. Weil ich meine, schau dir an, wie alt das Schiff ist, wie verrostet das ist. Die wühlt da wieder irgendwo rum. Was hast denn du da? Anweisungen für Gasmasken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Maske korrekt sitzt, bevor Sie anderen helfen. Im Falle eines Gasaustritts oder Gasalarms geraten Sie, erstens, geraten Sie nicht in Panik, bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, Gas, Gas. Um weitere Personen in Ihrem Umfeld zu warnen, halten Sie den Atem an. Platzieren Sie die Gasmaskentasche unter Ihrem linken Arm. Ziehen Sie den Schulterriemen über Ihre rechte Schulter und haken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel um Ihre Taille. Entfernen Sie Ihren Helm, drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen Ihr Gesicht. Drücken Sie zunächst die Maske gegen Ihr Kinn und ziehen Sie dann über Ihr Gesicht und die Befestigungsriemen über Ihren Kopf. Entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas, schließen Sie das äußere Ventil und atmen Sie stark aus. Drücken Sie dann alle verbleibende Luft mit den Händen aus der Maske. Prüfen Sie, ob die Maske dicht ist, indem Sie den Schlauch mit Ihrer Hand zusammendrücken und dann einatmen. Die Maske sollte um Ihr Gesicht herum in sich zusammenfallen. Tut sie dies nicht, könnte die Maske ein Leck haben. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Maske und wiederholen Sie den Test, bis die Maske in sich zusammenfällt, um sicherzustellen, dass kein Leck vorhanden ist. So kompliziert ist das? Also das werde ich mir nicht merken. Also ich glaube, so Gasmaskenübungen sind gar nicht mal so dumm. War das Licht hier an der Seite vorher an oder nicht? Warte, ich sehe es gerade nicht. Da oben, das war an, glaube ich. Oh Gott. Wo du... Aber hier ist es noch an, in dem Zwischengang. Warte, ich geh noch mal zurück. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir uns dort alles angesehen haben. Lauf mal schneller, Bruder. Ich bin sicher, dass wir alles gesehen haben. Kannst du da rübergehen, bitte? Danke.
Da ist eine Tür, aber da kommen wir nicht hin. Okay, ja, nee, ich glaube. Plane vielleicht? Hier ist dann nichts mehr. Hier war das Rettungsboot dann. Ja, okay. Wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass wir ja auch nichts vergessen. Jo. Oh, der geht so langsam. Ja. Das ist nervig. Und die Steuerung ist auch manchmal ein bisschen sehr. Ja, es ist halt so bei diesen Spielen. Fragwürdig. Ja, man hätte das schon besser lösen können, finde ich. Ich kenn's aber von Heavy Rain. Leiter ist kaputt. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Nö. Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir mal. Ja, genau. Was muss die Kleine oder den Typen? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Nicht, dass er zuerst sie hochschickt. Nee. Aber andererseits, er hätte wohl die Kraft, sie dann hochzuziehen, ne? Umgekehrt vielleicht nicht. Wenn wir jetzt allein vom Körperbau ausgehen. Ja, aber dann hätte der Bruder was machen können, zumindest. Bruder! Okay, ich glaube, wir können nur da hoch, aber... Ja. Huch! Was? Hat er sich bei dir auch gerade teleportiert? Nee. Huppala! Na, schau erstmal hier. Oh, da geht's runter. Zurück! Oh, da oben ist noch ein Flak. Okay, das Licht blinkt. Alter, ich dachte schon, das wäre gerade angegangen. Es blinkt aber. Huh. Okay. Wo geht's runter? Meinst du, ich kann da runterfallen? Ich glaube nicht. Boah, das wäre schlimm, wenn sie in so einem Spiel auch noch einführen, dass du runterfallen kannst. Ja. Boah, das wäre so ein dummer Tod. Boah, jetzt. Warum? Boah, die Sicht war gerade echt ekelhaft. Ich glaube, wir müssen da rein. Ja, ich wollte nur noch mal sicher gehen, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Du gehst vor. Warum immer ich? Geh weg. Wenn ich vor soll. Frag nicht mehr. Ich habe schon genug Jumpscares in diesem Spiel gehabt. Jetzt ohne Spaß, aber. Hey, hier drüben. Hey, hier drüben. Komm schon, hoffentlich. Vielleicht kommen wir hier durch. So geil, die Typen gucken da einfach nur zu. Ja. Was mit denen? Und dann als erster reingehen wollen. Oh, das ist so doof, ey. So geil, ey. Nicht, dass sie ihr helfen, die Tür aufzuhalten. Alter! Oh, jetzt, ob wir da wieder rauskommen? Wo war denn jetzt der Eingang? Nichts. Da ist Abgrund. Abgrund tief. Hallo? Ich glaube, hier war ich schon mal mit Conrad. Der Angel? Ja, hallo. Okay, du warst kurz abgeschnitten. Ich dachte, du bist jetzt weg. Oh ja, guck mal, da sind die Passagiere. Oder halt... Ne? Ich habe erstmal ein Logbook. Magst du vorlesen? Achso, jetzt macht es auf. Hier steht, ein schwerer Sturm hat sie erwischt. Letzter Eintrag. Morg, Seegang nimmt Wellen bis zu 6 Meter Höhe. Keine Schäden gemeldet. Nachmittag, Wetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Morg, Seegang. Komisch, egal. Winterreich, Sturmstärke weiterhin zunehmend, außergewöhnliches Wetter, mehrere Blitzeinschläge in OM, jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser, doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator, Dead, Wassertiefe als inschätzbar. Okay, das ist so abgehackt. Okay. Nächste Seite. Kurs aktualisiert. Betriebslogbuch der SS O-Rang. Morgen, See beruhigt sich, Mittag, dichter Nebel, Nachmittag, stärkerer Seegang, Nachmittag, 7.30 Uhr, sehr dichter Nebel, Mitternacht bis Nachmittag, weiterhin dichter Nebel. Okay, das war's schon. Okay. Aber das ist manchmal so abgehackt hier drin.
geschrieben, als ob die... Und auch Nachmittag. Nebel verschlechtert sich. Nachmittag. Als ob die nicht mehr ganz bei Trost waren. Naja, oder vielleicht ist ein Logbuch ja wirklich nur so, ja, Nachmittag ist das und das passiert. Abend ja, aber, ist ja, das aber, und das passiert. Pass auf, da stand Nachmittag Doppelpunkt. Ich glaube, Nebel verschlechtert sich weiter oder verdichtet sich weiter und dann Nachmittag dahinter nochmal. Komisch. So, warte mal ganz kurz. Ich habe eine Vision. Jetzt war ich da vorne nicht in der Ecke, genau, ob da noch was ist. Da ist nur eine Tür, soweit ich weiß. Hier ist auch noch eine Tür? Ah, hier ist noch eine Tür, ja. Wir haben jetzt zwei Durchgänge, ne, drei sogar, oder? Zwei davon sind abgeschlossen. Bei einem kommst du weiter. Ich guck nochmal. Geh schon wieder vor. Wie nicht? Ich will auch Bild angucken. Hier ist was. Würdest du es bitte hier so, ja, genau. Vorahnung und das war's dann auch schon für den Part. Echt? Ja. Okay. Gut. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Ja. Lasst eine Bewertung da, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss. Ja. Noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Abend.